Und nun hören wir Love Will Tear Us Apart von Joy Division aus dem Jahr 1980. Den größten Hit der 80er Jahre. Das stimmt doch gar nicht. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pastor Neunmal Klug beantwortet Fragen, die ihm keiner gestellt hat. Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, wann denn eine Woche anfängt. Heute gucken wir mal in größeren Maßstäben. Wann fängt eigentlich so ein Jahrzehnt an? Ein Jahrhundert oder gar ein Jahrtausend? Obwohl es relativ logisch erscheint, gibt es da immer wieder Differenzen und Missverständnisse. Was, wie ich denke, vor allen Dingen damit zu tun hat, dass Menschen sich von runden, schönen, großen Zahlen blenden lassen. Aber gehen wir das Ganze mal mathematisch an. Unsere Zeitrechnung zählt die Jahre seit der Geburt Jesu Christi. Berechnet hat das der Mönch Dionysius Exiguus, gestorben im Jahr 545. Ab dem 8. Jahrhundert bürgerte sich diese Berechnung, diese Zeitangabe ein und bereits unter Karl dem Großen gab man Jahresangaben in Jahre nach Christi Geburt entsprechend der Berechnung von Dionysius Exiguus an. Wie genau dieser dabei das exakte Jahr von Christi Geburt gefunden hat, es ist wohl eher ungewiss. Nichtsdestotrotz, rein mathematisch, beginnt seine Zeitrechnung mit dem 1.1. des Jahres 1. Und das heißt, 10 Jahre sind mathematisch um, dann am 31.12. des Jahres 10. Und ein zweites Jahrzehnt beginnt also am 1.1.11. Das erste Jahrhundert endet also nach 100 Jahren am 31.12.100. Und das zweite Jahrhundert beginnt am 1.1.101. Das erste Jahrtausend endet also nach 1000 Jahren am 31.12. des Jahres 1000. Und das zweite Jahrtausend endete am 31.12. des Jahres 2000, nicht 1999. Das neue Millennium begann also nicht im Jahr 2000, sondern das neue Millennium begann am 1.1.2001 und geht bis zum 31.12.3000. Mal sehen, ob wir es noch erleben. Und mit den Jahrzehnten ist es genauso. Das erste Jahrzehnt unseres neuen Jahrtausends ging vom 1.1.2001 bis zum 31.12.2010. Die 20er Jahre, in denen wir jetzt leben, begannen nicht 2020, sondern begannen am 1.1.2001. 21. Denn das Jahr 2020 gehörte noch zu den Zehnerjahren. Alles in sich logisch und mathematisch nachvollziehbar. Was viele Menschen verwirrt, sind diese schönen runden Zahlen mit den vielen Nullen dran und dass davor doch plötzlich eine andere Zahl steht, als es bisher tat. Und so denken manche, dass das neue Jahrtausend mit dem Jahr 2000 angefangen hätte. Oder denken, dass mit dem Jahr 20 schon die 20er Jahre beginnen. Sollten, müssten, täten, tun sie aber nicht. Und um beim Beispiel vom Anfang zu bleiben. Love Will Tear Us Apart von Joy Division
ist im April 1980 erschienen. Also ist es kein Lied der 80er Jahre. Es kann damit nicht das schönste Lied der 80er Jahre sein, sondern es ist eines der schönsten Lieder der 70er Jahre. Das schönste leider nicht, denn das ist ja bereits Life on Mars von David Bowie. Wieder was dazugelernt. Wie sagt man eigentlich zum ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts? Sind das die Nullerjahre? Oder die Einer? Oder die Zeros? Klingt alles irgendwie komisch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr zu diesem Jahrzehnt sagt.